Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Entschuldigung, ich möchte noch einmal fragen, wann fahren wir morgen nach Berlin ab? Um 7.30 Uhr von der Universität. Und um 10.30 Uhr machen wir eine Kaffeepause auf der Autobahn. Aha, dann sind wir ungefähr um 2:30 in Berlin, oder? Ja, auf dem Plan steht 14.30 Uhr Ankunft im Hotel. Entschuldigung, ich möchte noch einmal fragen, wann fahren wir morgen nach Berlin ab? Um 7.30 Uhr von der Universität. Und um 10.30 Uhr machen wir eine Kaffeepause auf der Autobahn. Aha, dann sind wir ungefähr um 2:30 in Berlin, oder? Ja, auf dem Plan steht 14.30 Uhr Ankunft im Hotel. Nummer 2. Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir am besten zum Schloss Bellevue? Ganz einfach. Sie sind hier am Alexanderplatz. Nehmen Sie den Bus 100 in Richtung Zoologischer Garten. Sie fahren am Reichstag vorbei und sind 3 Stationen weiter am Schloss Bellevue. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir am besten zum Schloss Bellevue? Ganz einfach. Sie sind hier am Alexanderplatz. Nehmen Sie den Bus 100 in Richtung Zoologischer Garten. Sie fahren am Reichstag vorbei und sind 3 Stationen weiter am Schloss Bellevue. Vielen Dank. Nummer 3. Hallo Klaus, hier ist Christoph. Hallo Christoph, was gibt's? Du bist doch unser Rolls-Royce-Experte. Mein Auto ist kaputt. Na dann komm mal vorbei. Unser VW-Service-Center begrüßt herzlich jeden Kunden. Und du hast Glück, ich habe heute nicht viel zu tun. Prima, aber repariert ihr auch andere Autos? Klar doch, Audi, BMW, Mercedes, alles. Hallo Klaus, hier ist Christoph. Hallo Christoph, was gibt's? Du bist doch unser Rolls-Royce-Experte. Mein Auto ist kaputt. Na dann komm mal vorbei. Unser VW-Service-Center begrüßt herzlich jeden Kunden. Und du hast Glück, ich habe heute nicht viel zu tun. Prima, aber repariert ihr auch andere Autos? Klar doch, Audi, BMW, Mercedes, alles. Nummer 4. Guten Morgen, Frau Schmitz. Oh, Sie haben Fotos. Kann ich mal sehen? Ja, sicher. Hier, ich war ein paar Tage in der Hauptstadt. Ich war auch schon mal in Berlin. Eine tolle Stadt. Guten Morgen, Frau Schmitz. Oh, Sie haben Fotos. Kann ich mal sehen? Ja, sicher. Hier, ich war ein paar Tage in der Hauptstadt. Ich war auch schon mal in Berlin. Eine tolle Stadt. Nummer 5. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern. Moment. Ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern.
Moment, ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank. Nummer 6. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer. Teil 2. Sieben. Hier ist Ihre Autowerkstatt. Herr Simon, Ihr Wagen ist repariert. Sie können ihn heute Abend bis 18 Uhr abholen. Acht. Hallo Michi, hier ist Rosanna. Wir fahren morgen für 3 Tage nach Dresden. In unserem Auto ist noch ein Platz frei. Kommst du mit? Ruf mich bitte heute Abend an. Tschüss! Neun. Servus, Ricky. Hier ist Tanja. Manfred ist krank. Ich habe 2 Karten für die Staatsoper am Sonntag. Es gibt La Bohème. Willst du mitkommen? Du hast doch gesagt, du hast am Sonntag Zeit. Ruf mich bitte kurz an. Danke. Zehn. So, und das war der letzte Satz in dieser Übung. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 23 und beantworten Sie die Fragen zu Hause. Bis morgen? Ja, bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Teil 3. Nummer 11. Jan, es ist schon spät. Hast du die Blumen für Natascha? Natürlich. Vergiss bitte auch den Wein für Herbert nicht. Nein, den habe ich auch schon vorbereitet. Ich nehme einen Rotwein und einen Weißwein mit. Jan, es ist schon spät. Hast du die Blumen für Natascha? Natürlich. Vergiss bitte auch den Wein für Herbert nicht. Nein, den habe ich auch schon vorbereitet. Ich nehme einen Rotwein und einen Weißwein mit. Nummer 12. Oh, die Rosen sind aber schön. Was kosten sie denn? Die kurzen 1,50 Euro das Stück, die langen 2 Euro. Mhm. Dann geben Sie mir 6 von den langen Rosen. Rote und gelbe bitte. Oh, die Rosen sind aber schön.
Was kosten sie denn? Die kurzen 1,50 Euro das Stück, die langen 2 Euro. Mhm. Dann geben Sie mir 6 von den langen Rosen. Rote und gelbe bitte. Nummer 13. Hallo Judith, ich stehe vor eurem Haus und weiß den Code nicht. Oh, ganz einfach. 113, erster Stock. Danke, ich komme. Hallo Judith, ich stehe vor eurem Haus und weiß den Code nicht. Oh, ganz einfach. 113, erster Stock. Danke, ich komme. Nummer 14. Hi Nadine, was machst du denn hier? Hallo Charlotte, was macht man denn in einem Einkaufszentrum? Einkaufen. Was hast du da Schönes? Ich habe mir eine blaue Jacke gekauft. Und du? Ich suche noch ein Geschenk für meinen Mann. Er hat nächste Woche Geburtstag. Hi Nadine, was machst du denn hier? Hallo Charlotte, was macht man denn in einem Einkaufszentrum? Einkaufen. Was hast du da Schönes? Ich habe mir eine blaue Jacke gekauft. Und du? Ich suche noch ein Geschenk für meinen Mann. Er hat nächste Woche Geburtstag. Nummer 15. Hallo Jürgen, hier ist Udo. Gehen wir am Samstag wieder joggen? Am Samstag kann ich leider nicht. Aber am Sonntag. Okay, dann am Sonntag. Um 10? Ja, um 10 ist gut. Super, dann sehen wir uns am Sonntag. Ich hole dich ab. Hallo Jürgen, hier ist Udo. Gehen wir am Samstag wieder joggen? Am Samstag kann ich leider nicht. Aber am Sonntag. Okay, dann am Sonntag. Um 10? Ja, um 10 ist gut. Super. Dann sehen wir uns am Sonntag. Ich hole dich ab.